Hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich, wie ich einen Schweineschlögel zerteile für Schinkenspeck und eine Schweinsschulter für Schweinebraten. In beiden Fällen lasse ich die Stelze ganz. Und dann legen wir mal los. Das erste, was ich beim Schweineschlögel machen für Schinkenspeck, was ich da mache, das ist, ich schneide mal den Schweinefuß weg und dann die Stelze. Beim Schweinefuß wegschneiden, da ist das die Ferse. Da schneide ich rein. Daher. Dafür nehme ich dann die Handknochensäge. Ist das Fuß mal weg. Die Stelze, die schneide ich folgendermaßen weg. Das ist jetzt ein bisschen eine Übungssache. Dann werden wir das Messer nehmen. Das Kniegelenk, das ist da. Das hat man etwa, da kriegt man wieder Zeit heraus. Und ich schneide die Stelze ein bisschen größer runter, dass es eine schöne Stelzen wird. Schauen Sie, da ist das Kniegelenk. Und das ist die Schweinestelze. Jetzt drehe ich den Schlögel auf die Seite. Drehen her. Da haben wir jetzt den Beckenknochen, der Schwanzknochen. Da war das Filet. Da schneide ich ganz leicht am Knochen. Da nehme ich die Haut, also die Beinhaut, richte ich da ein bisschen an. Jetzt schneide ich so. Schauen Sie, und da, wenn Sie das sehen, da sehen Sie ein bisschen was Weißes, schauen Sie, ich muss mal anschauen, wie das ist. Sehen Sie, da müssen wir rein, genau da. Ganz aufpassen, dass keiner hinter Ihnen steht, dass Sie nicht stechen können. Ja, wichtig ist beim Auslösen immer eine Kettenschürze anziehen, die habe ich immer an. Oder Handschmal, der ist nicht so wichtig, aber wichtiger ist die Kettenschürze. Schauen Sie, jetzt haben wir angeschnitten, jetzt nehme ich den, drücke da mit dem Finger ein bisschen weg. Schauen Sie, das ist so ein Schiebegelenk, wie das heißt. Da schneiden wir schön außer. Und der Schwanzknochen ist weg. So, jetzt haben wir das. Jetzt schneide ich da. Sie müssen aufpassen, dass da auf dem Fleisch nicht so viel Knorpel drauf bleibt. Da ist mir ein Knorpel, das ist einfach knapp her. Das ist einfach so her. Da ist die sogenannte Fledermaus. Gutes Fleisch zum Schnitzel machen. Schaut zwar nicht so schön aus, aber schmeckt hervorragend. Auch zum Grillen. Das ist perfekt. Jetzt schneide ich da. Da. Und wichtig ist, wenn Sie einen Speck machen, das juckt, da keine Schnitt drin sind. Weil da, wo der Schnitt drin ist, da ist dann Feuchtigkeit. Da fangen an zum Schimmeln oder die Fliegen legen ihre Eier rein. Und das ist immer schauend beim Auslösen, dass ja keine Schnitt drin sind. Jetzt haben wir den so. Jetzt ist da, der Beckenknochen ist da mit dem Mittelknochen verbunden. Da schneide ich eine. Da schneide ich eine. Schauen Sie schön am Knochen schauen, dass man nicht zu viel im Knochen ist. Schauen Sie, das ist das Gelenk. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt schneide ich da die Schwarten auf. Jetzt fahren wir mit dem Bilder her. Weil da oben ist das Geißerteil für Schnitzelschneiden. Da schauen Sie, dass da nicht zu tief runterkommen. So. Jetzt müssen wir da ein bisschen frei machen, damit Sie das besser sehen. Schauen Sie. Und da sind drei Linien. 1, 2 und 3. Die mittlere nehmen wir es. Da fahren Sie eine. Ich schaue so, dass das nicht zu tief wird, weil so schnell ist eines Frikando, das wollen wir nicht. Und da läuft die. Das bleibt drauf am Schlögel. Da ist das sogenannte Kaiserteil.
Das putzen wir gleich zu, da stellen wir den Schollendeckel schnell mal rüber. Schaut sich gleich weg. Dann stellen wir da. So. So. Dort. Schauen Sie, da stellen wir weg. Das hinten ist ja so. Getotacht hat man mir in Kärnten sagen. Das kommt weg. Und da auch, schauen, da ist also. Der Teil ist mir auch locker nur, den stellen wir auch schön weg. Alles was so weg, was so ein bisschen weg ist und so, wie soll man sagen, wie schwammig ist oder ist, das kommt alles, schneiden wir alles weg. Weil das wollen wir ja schöne Schnitzel haben. So. Und da dürfte noch ein bisschen. Ding, das ist ja die Ader, die gerade aussagt. Ja bei jedem Vieh ist da eine Ader rein, die gerade ausgeschnitten. Und jetzt haben wir den. Jetzt haben wir das Kaiserteil. Das ist das Kaiserteil, das legen wir jetzt auch da her. Das legen wir so her. Und den Aufschnitt da will weg. So. Jetzt kommt wieder der Schlügel. Jetzt lösen wir das Kreuzband aus. Da ist eine nicht große, große Hexerei. Da hängt er mit der Sehne fest. Da fahren wir her. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir da nicht tief reinschneiden. Schaut's. Da hängt ein bisschen. Und da schauen wir, dass wir da auf die Beinhaut wieder kommen. Da oben auf die Beinhaut. Schaut, die Beinhaut ist drauf. Jetzt schauen wir das gerade, den Knorpel hier schnell weg. Dann schauen wir das. Das weg. Sehen's? Und der Knochen ist sauber. Wenn wir es ganz schön machen wollen, tun wir das so andere weg. Dann nehmen wir die Knochen mal daher. So, jetzt kommt der Mittelknochen raus. Da fangen wir an, sehen Sie, da ist kein Schnitt drin. Das ist wichtig, dass das schön geschlossen bleibt. Und was man noch ist, wenn wir den Knochen brechen, den Knorpel brechen, damit da kein Loch entsteht da drin. Und wichtig ist immer, dass Sie da ein bisschen drauf lassen. Sehen Sie, da ist ein bisschen Fleisch drauf. Wenn Sie da nicht mehr das wegschneiden, nachher trennt sich die Nuss vom Frikando. Und das war, ist beim Schinken nicht erwünscht. Jetzt schneiden wir da her. Schauen Sie, da ist die. Das war die. Und wir müssen schon auf die Beinhaut. Jetzt geben wir da das Gleiche. Jetzt müssen wir da schauen, dass man da nicht zu tief, nur schön an der bisschen Beinhaut ist. Ich muss das ein bisschen an. Jetzt drücken wir ein bisschen, da ist die Beine. Und wieder ist wichtig immer, dass die Beine schön durchtrennt ist. Dann drücken wir da drauf. Schaut's. Jetzt haben wir die Beine halt schön drauf. Jetzt ist da. Da machen wir jetzt Folgendes. Das heißt, mit der Knorpel gebrochen. Da schneiden wir das Messer gerade her. Das ist die. Da schneiden wir gerade her. Da war nicht ganz jung. Das war nur ein ganz junger Schwein. Schauen Sie, das geht nämlich darum, dass wir da noch kein großes Loch drin haben. Schauen wir da, schauen Sie, da soll kein Loch drin sein. Und der Knochen ist weiß.
Was jetzt noch, ein Knochen ist noch drin, und zwar die Kniescheibe. Und da muss man aufpassen, dass man nicht so einsticht, weil dann bin ich da in der Nuss drin. Da schneidet man so und schön flach. Schauen Sie? Schön flach. Da darf kein Schnitt drin sein. So, und das werden wir zuputzen. Ich schneide da, schneide immer von der Nuss gleich ein Stück weg. Wo die Nuss sowieso immer zu aufpassen ist, das ist der Teil, der den höchsten pH-Wert hat. Und der pH-Wert ist so, für den Rohschinken machen, ist der pH-Wert sehr ausschlaggebend. Gell? Ist der pH-Wert zu hoch, fängt es da auf zu beißen und zum Riechen. Gell? Da war die Stolzen, da stellen wir ein bisschen flach. Da stellen wir halt so das ganze Brot. Und immer gleich die Schwarten aus also dem Beleg schneiden, weil haben wir nachher nicht mehr so viel zu putzen. Da schneiden wir auch was, was will. Schau, und da habe ich ein bisschen reingeschoben. Na, was geht noch? Hier schneide ich da her. So her, da stellen wir auch weg. Da stellen wir. Da her. Wunderbar. Da ist ein bisschen Blut drin. Da stellen wir Asch weg. Die von der Nuss den Deckel schneiden wir auch leicht an, dass nicht so was schön gerade ist. Sehen Sie? Und da schneiden wir auch ein bisschen. Und da ist das Fett. Schneiden wir auch weg. Sehen Sie? So machen wir einen schönen Schinkenspeck. Und das werde ich jetzt sagen, wie das abschwartel. Ja, schauen Sie, da bleibt Schwarten drauf, da schneiden wir weg. Beim Abschwarteln nehmen wir das Messer so und ziehen es so her. Und da mal ein bisschen was Weißes, das ist passt schon so. Dann nehmen wir her, schauen Sie, das Messer ansetzen, ziehen. Dann alles her, ansetzen, ziehen. Jetzt haben wir da die Schweineschulter. Da lasse ich jetzt die Stelze ganz, den Fuß trenne ich mit dem Messer ab, da fahre ich so her. Schauen Sie noch die. Der Fuß ist weg. Jetzt die Stelze, jetzt trenne ich die Stelze ab. Die Stelze ist folgendes: Da ist das Glied und der Ölbogen geht da rauf. Jetzt schneide ich, wenn ich mit dem Messer schneide, wenn ich mit der Säge mache, ist es ein bisschen anders. Aber das Messer schneide ich rein. Schauen Sie, das ist das Glied. Jetzt schneide ich das Messer da her. Und das ist die vordere Stolze. Mit mir so angeschnitten. Jetzt drehe ich her die Stolze. Schauen Sie, da war jetzt der Ölbogen. Da läuft der Fleischmuskel, läuft so her. Da schneide ich rein. Da schauen Sie da. Das drehe ich auf. Das wird scheinbar ein bisschen weg. Jetzt haben wir da das Schulterblatt und da die Mittelknochen. Jetzt da war der Ölbogen. Jetzt schneide ich mit dem Messer von da rein. Da ist hier auf dem Knochen entlang.
immer schauen, dass man jetzt die Feine schneidet, weil dann haben sie gleich die Schnitte im Schinken drin, dass man sie wieder die Beine hat. So, und die Stolzen, sehen Sie das? Die sind schon ein bisschen weg, damit man besser sieht. Schauen Sie, da wackelt es, da schauen Sie, da muss ich stehen mit rein. Schauen Sie, das ist Glied. Und jetzt sehen Sie da die Linie aber. Da schneide ich jetzt mit dem Messer entlang. Dann da her, da mit dem Messerrücken. Nehme ich die Schulterplatte oben, die Schulterplattendeckel runter. Jetzt aufpassen, wenn sie da sind, da dürfen sie nicht zu fest tief reinschneiden, auch da nicht. Dann kriegen sie die Schulterplatte nicht mehr raus. Ganz leicht, dann fahren wir da her. Dann nehme ich das, drücke ich da hinten auf ein bisschen. Her. Da her. Und wichtig ist eigentlich jetzt nur, dass hinten auf der Rückseite die Beinhaut gut durchtrennt ist. Dann nehme ich das an und ziehe das einfach raus. Das putze ich ein bisschen zu. Schauen Sie, der Knochen ist sauber. Jetzt der Mittelknochen. Da schneide ich das erste da. Ich habe mir das Sehne mit verbunden, da schneiden wir weg. Jetzt schneiden wir da. Und da schauen wir dann mal schön die Seiten erwischen. Schaut. Und wenn ich jetzt so weit habe, ich nehme den Ölbogen und drücke auf. Und schauen, das ist nicht zu viel Knorpel aufgekommen, das Fleisch. Schauen Sie, der Bahn ist sauber. So, jetzt haben wir die Schulter so. Das ist hin, dann schneiden wir weg. Das schneiden wir weg, doch das Blutige geht auch ein bisschen. Jetzt kommt der Deckel rüber. Dann schneiden wir da. Schneiden wir weg. Da stellen wir natürlich auch weg. Schauen Sie, wenn ich jetzt fülle, habe ich auch so. Das ist ein schöner Schinken. Das ist ein schöner Schinken. Schinken, das wird drauf lassen, ein bisschen wegschneiden. Da schneiden wir noch ein bisschen so her, weg, gerade weg, dass es ein bisschen in Form ist. Da haben wir einen schönen Schweinsbraten oder ein schönes Gesöchte. Dann wieder abschwarteln, das Messer her, ziehen. Schaut, das Schwarten ist auch unten. Gell? Her. Also, das wollte nicht recht. Aber kein Problem. Je kleiner die Teile sind, desto schwieriger geht es nachher. Es ist mehr zu arbeiten. Deswegen immer schauen, ein bisschen, dass man die Bild größer lässt. Schaut, da wieder. So. Gleich weg. Und da bei der Stolze schneide ich das da her.
So. Und das ist zum Verwurschen. Jetzt schauen wir nochmal die Teile an. Da haben wir die vordere Stelze, die hintere Stelze, dann haben wir die Schale, dann haben wir die dicke Schulter, die flache Schulter, da haben wir ein Salz für Schinkenspeck. Wichtig ist, dass er sich da nicht teilt, dass er schön geschlossen bleibt, weil sonst ist da eine Feuchtigkeit, die Gewürze kommen rein und da fängst du in der Regel an gerne an zum Schimmeln. Und so schauen, dass keine Schnitt drin sind. So passt das schon. Und dann haben wir die Schweinsachse an. Und die Knochen, ja, so sollten die auch schon, gell? Die Knochen sollten schon weiß sein. Schulterpartel, alles, das ist, ja. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben, abonnieren Sie mich, Kommentare sind erwünscht, Anregungen, Kritik, natürlich alles. Bis zum nächsten Mal, Ihr Profi-Metzger Ralf. GoPro, stopp!